Guten Morgen meine Lieben, zum einen möchte ich erstmal Danke an all diejenigen sagen, die mit mir gestern zusammen und vorgestern auch die Einstellung für das Let's Talk Projekt getestet haben. Es ist noch nicht alles so wie ich das am liebsten hätte, aber es funktioniert erstmal alles. Also noch einmal der Hinweis, am Donnerstag ab 22 Uhr, also morgen Abend, werde ich mindestens eine Stunde Anrufe entgegennehmen und das live in Bild und Ton übertragen. Der Anrufer bestimmt das Thema. Ja, worüber er reden will, das ist mir total egal was es ist. Ich rede den ganzen Tag über mich und meine Gedanken und mein Leben und jetzt seid ihr einfach mal dran und ja, ihr seid teilweise so lange mit mir unterwegs und es ist doch einfach ein Bedürfnis von mir, euch da auch mal ein bisschen Raum zu geben, einfach eure Erlebnisse, eure Sorgen und auch eure Gedanken anzuhören, euch die Möglichkeit zu geben, ja, gerne auch komplett anonym mit mir zu reden. Ja, noch einmal, wir reden wirklich über alles, was euch auf der Seele brennt. Nur um eine Person soll es in dieser einen Stunde der Woche mal nicht geben. Und nicht, dass ich gerne auch über mich rede, aber da es ja quasi 24 Stunden auf den Kanal um mich geht, denke ich es auch mal wirklich an der Zeit, euch mehr Raum zu geben. Also wirklich jetzt keine Fanveranstaltung werden oder sowas. Das hatte ich ja schon gesagt und das ist mir auch wirklich wichtig. Und ja, und weil hier viele mit Domian kommen, ich habe nicht den Anspruch, einen dominanten Part bei den Gesprächen zu spüren, den Meister oder den Erlöser zu geben. Ich fühle mich in der Rolle eines gleichberechtigten Menschen, der sicher auch Ratschläge gibt, aber auch Ratschläge annimmt. Oder auch mal ein Ventil, wenn ihr mal Frust ablassen wollt, sein kann. Vielleicht, ja, weil ich auch der Auslöser bin. Also kann alles möglich sein. Alles kein Thema. Einfach Themen, die euch bewegen, aber auf gleichberechtigter Ebene. Einfach ein Austausch. Aber da sage ich am Ende des Videos noch ein paar Dinge dazu, weil sich ein bisschen was am Ablauf geändert hat. So, ich habe die letzten Tage mein erstes größeres Rezept aus dem Tsukemono Buch gemacht. Und zwar einen richtig traditionellen Hakusai Kimchi. Allerdings musste ich etwas improvisieren, da ich keinen Asialaden in der Nähe habe und auch nicht gerne so ultrascharf esse. Und ja, um es kurz zu machen, ich habe den Daikon-Rettich durch Mairübchen ersetzt. Den Tipp habe ich übrigens beim veganen Potluck, bei diesem internationalen, wo ich gewesen bin, wo die alle nur Englisch geredet haben, da habe ich den bekommen. Und den Tipp, den hat mir eine Koreanerin gegeben, die meinte, dass der Kimchi sogar direkt aus Korea kommt. Also von daher den Segen eines Kimchi-Experten. Aber bei dem Weglassen des Chilis konnte sie mir leider nicht ihren Segen geben. Aber Chili ist nur absolut nicht mein Ding. Absolut nicht. Und da kann selbst Grünkohl drunter liegen. Da würde ich zwar 1000 Tote sterben, den Grünkohl so leiden zu sehen, aber ich würde ihn mit Nichtachtung strafen. Und ja, dann habe ich 6 Tage an diesem Rezept gearbeitet und das natürlich für euch festgehalten. Das Video sollte spätestens um 6 Uhr früh, also einer halben Stunde, online sein. Also für die meisten von euch, die wenigsten schauen ja direkt 5.30 Uhr. Ist es direkt abrufbar. Ich werde es auch hier oben direkt in den Infokarten verlinken. Also ihr könnt dann am Ende des Videos oder jetzt direkt drauf gehen. Geschmacklich war es wirklich sehr authentisch. Das bedeutet, es war immer noch sehr scharf. Der Ingwer und der Knoblauch, das hat alles dann doch sehr, sehr intensiv geschmeckt. Und ich habe ja auch vorher nicht gelesen, dass dies eine Art Beilage zu Reis ist zum Beispiel. Der dann diese unglaubliche Aromenbombe, was dieses Hakusai Kimchi ist, ja sehr gut auffängt. Ich habe das direkt wie Sauerkraut gegessen und schade, dass ich meine Kamera nicht dabei hatte, das wäre wieder ein Video für die Ewigkeit gewesen. Apropos Sauerkraut, ich möchte euch was zeigen. Ich gebe nicht auf. Nach 2 gescheiterten Sauerkrautversuchen, 2-mal mit Schimmel, habe ich mir jetzt Profi-Equipment besorgt. Das ist der T2000 mit Holzstößel und Regenrinne. Das ist wirklich, das ist kranker Scheiß, das ist das absolut neueste, das ist en vogue, das ist Avantgarde. Ich werde nicht aufgeben. Irgendwann in diesem Leben werde ich eigenes Sauerkraut herstellen. Ja. Dann kurz noch die Info, dass ich durch den Kombucha die letzten 3 Tage jeweils nur 4 Stunden geschlafen habe. Ich mich aber nicht wirklich müde fühle. Ich werde das weiter beobachten, aber scheinbar pusht er ganz schön durch das Koffein, was da drin ist. Aber ich habe nicht so viel getrunken, also maximal eine halbe Flasche am Tag. Also wirklich maximal eine halbe Flasche.
aber merk schon, der haut mich ganz schön um. Ich werde es beobachten, euch auf den Laufenden halten. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich jetzt vegan esse und noch empfänglicher bin für Koffein oder so. Keine Ahnung. So, und dann nochmal zu dem Let's Talk. Durch die Tests hat sich der Ablauf etwas verändert. Es bleibt erst einmal dabei, dass man mich über Skype adden muss. Der Nick ist nach wie vor Premium Live. Und in der Reihenfolge, wie mich die Leute über die Woche geaddet haben, in der Reihenfolge laufen gerechterweise auch die Gespräche. Ist natürlich vielleicht nicht immer jeder da, der mich geaddet hat, aber in der Reihenfolge arbeite ich ab. Zumindest bis die Stunde um ist oder ich irgendwann abbreche. Ich vermute mal, dass ich beim ersten Mal länger mache. Wenn es Spaß macht, ne? Und warum dann auch nicht ausdehnen, das, aber das entscheidet spontan. Ich lasse mir alles offen, ne? Und ich werde dann jeweils immer den nächsten per Skype anchatten und ihnen den Direktlink für den Google Hangout geben. Wenn ihr das Plugin noch nicht habt, müsst ihr euch das vorher hier unten runterladen. Ich habe es in der Infobox gemacht, das ist von Google, so, es nennt sich Google Hangout Plugin. Aber nur die, die mit mir reden möchten. Den Link dazu, wie gesagt, unten in der Infobox. Dann rede ich mit der Person und die Unterhaltung wird dann live als Stream bei mir auf dem Kanal zu sehen sein. Das bedeutet, ihr müsst einfach auf die Kanalübersicht gehen, wenn ihr zuschauen wollt, morgen ab 22 Uhr. Dann seht ihr das quasi wie so ein Video. Müsst ihr einfach nur draufklicken. Und ich bin dann zu sehen mit den Menschen, wo ich rede, und ja, wenn die ihre Webcam aktiviert haben, seht ihr natürlich beide, aber 90% der Fälle werdet ihr mich die ganze Zeit sehen, aber beide hören. Ihr habt die Möglichkeit dann rechts neben dem Video zu chatten. Auch ich werde den Chat sehen, aber natürlich mich wahrscheinlich auf die Gespräche fokussieren. Wenn es natürlich nicht viele sind, wenn nur 5 Leute chatten oder sowas, dann werde ich wahrscheinlich auch alles mitkriegen. Ist bei den Hangouts auch möglich, spontan eine dritte oder eine vierte Person in das Hangout, einzuladen. Das bedeutet, wenn jetzt jemand zum Beispiel total traurig ist, weil er seinen Hasen weggeben muss und unter den Zuschauern ist jemand, der gerne einen Hasen hätte, aber sich nicht so sicher ist und nochmal drüber reden will, dann kann derjenige mich live bei Skype adden. Das geht jederzeit, auch während ich rede, sehe ich ja dann, ich akzeptiere ihn dann bei Skype. Und dann kann er mir bei Skype schreiben, dass er eventuell den Hasen nehmen würde und gerade in das aktuelle Gespräch gut passen würde. Dann frage ich meinen Gesprächspartner, ob das in Ordnung ist, dass eine dritte Person sozusagen ja, dazugeschaltet wird. Und der wird natürlich dann wahrscheinlich auch sagen, ja, wenn die den Hasen will. Und dann könnte man das direkt klären. Bei so einem Fall kann man natürlich auch direkt das Gespräch beenden und derjenige, der den Hasen zu vergeben hat, tauscht dann einfach die Kontaktadressen aus und die beiden können das dann für sich skypen oder sowas. Da muss ich ja nicht dabei sein, theoretisch. Aber wenn eine gewisse Dynamik da ist, ja, ihr wisst, was ich meine. Das ist alles total interaktiv mit diesen Hangouts. Och, ja. Jedenfalls, ich habe schon die ersten Anfragen. Also morgen Donnerstag ab 22 Uhr geht es definitiv an den Start. Ich glaube, es sind jetzt 6 oder 7 Anfragen, die ich schon in der Liste habe. Die Gespräche laufen dann ja, also für den Anrufer über Google Hangout. Ne? Also nicht über Skype, da findet nur der Kontakt statt und auch die Übergabe der Hangout-Adresse am Abend direkt. Das ist also quasi für mich der Überblick. Also ihr braucht schon Skype, wenn ihr so ein bisschen ja, da sicher sein wollt. Wenn aber nun jemand aus dem Zuschauer ja gar nicht reden wollte und dann merkt, Mensch, auch bei dem Thema, da muss ich mitreden und es ließe sich auch einrichten. Das heißt, kein anderer ist jetzt vor ihm dran oder es ist besonders dringend oder es liegt auf der Hand, dass das wichtig ist, dann geht es notfalls auch ohne Skype. Dann müsstet ihr erstmal euch im Chat entdecken, dass ihr reden wollt, sonst kriegt ihr das ja nicht mit. Dann, ja, das geht so lange, wie es nicht so viele sind. Und ich schicke euch dann den Hangout-Link per Mail. Vorher müsst ihr mir natürlich eure Mailadresse dann schicken, am besten im Chat posten oder was auch immer. Ihr seht schon, das wird eine ziemlich lustige und interessante Angelegenheit, weil ja, also ich habe das noch nie gemacht und die meisten von euch wahrscheinlich auch noch nicht. Ja, aber die beiden Testläufe, die waren schon echt vielversprechend. Also das eine Mal ging's fast 1,5 Stunden und da ging es eigentlich nur, läuft's Mikro, nicht, und trotzdem war es irgendwie witzig. Also ich freue mich auf jeden Fall total auf euch und eure Themen und ja, auf einen gemeinsamen interaktiven Abend, auf interessante Gespräche und vielleicht auch auf den, ja, auf die ein oder andere Überraschung. Mal schauen. Wie gesagt, viel Spaß beim Hakusai Kimchi. Ich habe mir viel Mühe gegeben mit dem Video. Hoffe, ihr habt auch wieder ein bisschen Freude dran und nicht nur das schnöde Rezept. Und ja, wünsche euch noch einen angenehmen Tag und wir sehen uns morgen oder vielleicht dann interaktiv morgen Abend so Let's Talk. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.